wünsche euch jetzt gute Nacht. Ihr habt den schönen langen Tag gespielt und gelacht. Auch mir fallen gleich die Augen zu, ich roll den Rüssel ein und kuschle mich warm zugedeckt wie ihr ins Bett hinein. Schlaft, meine Lieben, schlaft ein. Schlaft ein mit meinem Terror. Na sowas. Ich finde ja vor lauter offenen Türchen die geschlossenen nicht mehr. Halt! Da ist es ja. Das Türchen für heute. Mit der Geschichte 2 Bommelmützen. Ach, Benjamin, stell dir vor, ich habe meine Mütze verloren. Das gibt's doch gar nicht. Leider doch, Benjamin. Wie soll ich denn jetzt nur nach dem verschnupften kleinen Känguru sehen? Ich friere mir ja die Ohren ab. Haben Sie denn keine andere Mütze, Herr Tierlieb? Doch schon. Wenn ich nur wüsste, wo ich die hingelegt habe. Unser Herr Tierlieb. Eine Mütze hat er verloren und die andere verlegt. Na, ich glaube, da fehlt jetzt eine gute Idee. Am besten eine von Benjamin. Ich habe eine Idee, Herr Tierlieb. Ja, Benjamin? Ich gehe zu Klein Känga und Sie suchen inzwischen Ihre andere Mütze. Die Sie nicht verloren haben. Ja, Benjamin, gute Idee. Und schon begibt sich Benjamin auf den Weg zum verschnupften kleinen Känga. Als er ins Känguru-Gehege kommt, macht er eine Entdeckung. Ja, aber was ist das denn? Da oben an dem Ast? Das ist ja die Bommelmütze von Herrn Tierlieb. Wie kommt die denn dorthin? Hoho, schon klar. Die hast du extra dahin gehängt, damit Herr Tierlieb sie sofort sieht, wenn er reinkommt. Das ist aber lieb von dir, Klein Känga. Hatschi! Oink, oink! Da wird sich Herr Tierlieb aber freuen, dass du seine Mütze gefunden hast. Ich bringe sie ihm schnell. Geht es dir denn schon besser mit deiner Erkältung? Hatschi! Oink, oink! Ja, das ist schön. Da wird sich Herr Tierlieb doppelt freuen. Zufrieden macht sich Benjamin auf den Rückweg zu Herrn Tierlieb. Und schon steht er wieder vor seiner Tür. Benjamin, wie geht es, Klein Känga? Besser. Und sehen Sie mal, was es gefunden hat. Meine Bommelmütze. Und was haben Sie da in der Hand? Meine andere Bommelmütze. Ich habe sie gefunden, unter dem Sofa. Aber was machen Sie denn jetzt mit 2 Mützen, Herr Tierlieb? Na, eine ist zum Aufsetzen und eine zum Verlieren, Benjamin. Ho, ho. Ho, ho.